Moin und willkommen zurück zu einem neuen Video hier aus der Stahlschmiede aus Friesland. Ihr hört ein Geräusch, was ihr schon lange nicht mehr bei mir gehört habt. Dieses hier. Ja, sie lebt noch. Sie sieht furchtbar aus, aber sie funktioniert und sie schneidet. Das ist schon mal schön. So, ich bin gerade dabei, mir Winkel zu bauen. Und ich habe Eisen da. Warum soll ich Winkel kaufen? Ich kann sie mir auch selber machen. Ja? Hier so ein bisschen Rechteckrohr. Ja? Das dann einmal diagonal durchschneiden. Ein paar Abschnitte drauf machen. Yippie-yay. Reicht voll und ganz. So, es soll nämlich am Sektionaltor weitergehen. Die Ecke, ich habe es ja neulich mal umgeräumt. Das, alles, was da ist, soll dahin. Ich habe ja vor weiß nicht wie vielen Monaten mal angefangen und habe den ersten Balken gesetzt. Seitdem ist noch nichts wieder passiert. So, das soll sich jetzt ändern. Ich habe gerade Urlaub. Ich habe gerade, ja, eigentlich habe ich da auch keine Zeit für. Aber es muss ja, irgendwas muss ja passieren. Und irgendwie, ich will hier in der Werkstatt vorankommen. Das muss. Das ist alles nichts. So, und das ist natürlich das Erste, was natürlich passieren muss, ist endlich dieses verdammte Flügeltor hier raus, was schief und krumm ist und was nicht schön ist. Ja, also wenn man sich das von außen anguckt, ja, geht so. Ne? Das Ding ist einfach, machst du die Flügel auf und es ist ein bisschen Wind wie heute. Ihr könnt sehen, in den Bäumen, da bewegt sich das ganz gewaltig. Also wir haben ein bisschen Wind, der kommt allerdings aus der Richtung. Ja. Dann haut es dir so die Flügel um und das ist nicht schön. Und das hat alles schon so ein bisschen gelitten und das ist nicht schön. Das muss endlich anders. Und ich habe das Material ja da. Es muss ja einfach mal was passieren. Bohrhammer ist da, Dübel sind da, Schrauben habe ich auf der Werkbank. Die Bandsäge sägt. Ich mache mir jetzt Gedanken darüber, wie breit will ich das Tor genau haben. Vielleicht nochmal das alte Video gucken. Ich meine 3 Meter mal 3,30 wollte ich es haben. Das ist ja ein 4 Meter mal 4,20 Meter Tor. Das muss halt entsprechend eingekürzt werden, aber das ist ja das kleinste Problem. Ja, auf jeden Fall will ich hier anfangen. Das heißt, der erste Ständer steht. Hier kommt noch einer neben. Dann haben wir 3 Meter Tor. Und dann kommt ja hier die Schlupftür rein. Die ja auch schon, habt ihr in vorangegangenen Videos ja immer mal wieder gesehen. Und ich habe ja immer mal wieder drüber gesprochen. Christians alte Haustür. Christian, Grüße an dich. Ja. Die kommt da als Schlupftür rein und dann haben wir das ordentlich und dann ist es schön. Ne? So, und ich hatte es im ersten Video, glaube ich, auch schon erzählt. Ich will versuchen, soweit wie es geht, den Rahmen so lange zu bauen, wie das Tor noch drin ist. Und wenn dann das Rolltor eingehängt ist und zugeht und die Schlupftür drin ist und die auch zugeht, dann erst reiße ich die Flügel da vorne weg, Verkleidung auseinander und dann kommt das Ganze zusammen. Und ich mache das alles alleine. Ja. Mal schauen. Ich mache jetzt mal ein paar Winkel. Wir sehen uns nachher wieder. Das ist herrlich. Die Lady, also die alte Bandsäge. Was heißt alt? Aber naja, ein paar Jahre hat sie jetzt ja schon auf dem Buckel und hat schon einiges an Eisen zersägt, aber arbeitet immer noch einwandfrei. So, meine ersten 12 Winkel habe ich fertig. So, die Löcher einfach mal so Pi mal Daumen einfach reingebohrt. 5 mm soll reichen. Die Seite ans Holz, die Seite auf dem Beton, müsste funktionieren. So, und gebohrt habe ich jetzt einfach mal alle 96 Löcher hier mit diesem 5 mm Bohrer. Und ich habe die ja mal von GSR mal zugeschickt bekommen. Ne? Verlinke ich euch gerne mal unten in der Videobeschreibung. Das sind ja die Power Spike Bohrer. Heidewitzka, also wenn du das so siehst, nahezu null Abnutzungserscheinung. Ne? So, mega, mega gut. Ne? Also das funktioniert schon mal super. Tja, perfekt. Komm erstmal an der Seite, so, die jetzt da irgendwie ran und dann, ich guck mal irgendwie, wie ich das irgendwie auf die Reihe kriege. Ja, mittlerweile sind schon wieder ein paar Tage vergangen, seitdem ich mit dem Rahmenbau oder der Fortsetzung des Rahmenbaus angefangen habe und ja, dann ja hier die Winkel gemacht habe. So, 3 sind noch übrig von 12. Von 12? Ja, ich glaube 12 habe ich gemacht, ne? So, zwischenzeitlich habe ich mir auch noch mal so ein Rummel auch nochmal kommen lassen, weil schadet ja nicht. Ja, so und ja, es ist in der Zwischenzeit eine ganze Menge passiert und wer mir von euch bei Instagram folgt, ne, Onkel_Jan, der hat schon gesehen, was hier passiert ist. Ich bin irgendwie nicht zum Filmen gekommen, sorry. So, und ich hatte einen Lauf heute. Es ist Samstag. Wann habe ich angefangen? Montag, zwischenzeitlich noch die Terrasse von meinen Eltern noch auf Vordermann gebracht und so. Und
Ach ja, ist das schön. Na, so, die beiden Stützen stehen wieder auf eigenen Beinen. Die Behelfsstütze ist zwischendeck. Die Dachrinne hält dicht. Dieses kurze Stück war mal dort und hat immer getropft. Das tut's aber mittlerweile nicht mehr und es läuft ganz wunderbar. Und da oben läuft es auch ganz wunderbar hin. Ach, schön. Ich mag das ja, wenn sowas funktioniert, ne? Herrlichkeit. Jetzt muss nur noch der Fuß bei Gelegenheit nochmal ausgetauscht werden. Aber das ist das kleinste Problem. Ja, dann ist das hier alles nochmal so ein bisschen stehen geblieben. Aber ich blende euch jetzt mal die Clips von Instagram ein. Wird zwar nicht so viel zu sehen sein, aber wir sehen uns gleich wieder. Ach ja, draußen ist Scheißwetter. Yay. Ah, aber hier drin ist, kann man einigermaßen trocknen arbeiten. So, es nimmt Formen an. Da beginnt der Rahmenbau. So, da haben wir jetzt den nächsten Balken. Das heißt, da kommt jetzt noch einer hin. Da kommt vielleicht noch einer hier, vielleicht noch dazwischen, da so. So, mal gucken, weil da kommt ja die Schlupftür hin. Ja, aber das sieht schon mal soweit ganz gut aus. Ja, einigermaßen rechtwinklig. Ja, doch, geht. So, da haben wir jetzt 3,10 Meter lichtes Maß. Das heißt, das Tor, das die Schienen und so, das braucht ja auch alles noch ein bisschen Platz. Ja, ne, also das heißt, das Tor wird später auf das Loch angepasst. Ne, 3 Meter, 3,5 Meter mal, keine Ahnung, 3,30. Ah, das wird gut. So, Fadi macht schon mal Ordnung, obwohl das noch gar nicht nötig ist, weil wir noch so viel Dreck machen werden hier. Aber mit Fadis Hilfe haben wir schon mal geschafft, die Schlupftür einzubauen. Der Rahmen steht soweit. Mega geil. Als wenn es wirklich so muss. Mega cool. Das wird richtig schick. Guck dir das mal an. Das nicht toll. Ah, schön. War ein bisschen Fummelei, vor allen Dingen, also Glasleisten, ja. Wenn man den Dreh dann raus hat, dann geht's, ne? Aber hier. Zu. So mega geil. Ja. Ich habe eine Tür drin. Ist zwar verkehrt rum angeschlagen, aber das ist ja das, was ich schon ein paar Mal sagte. Es ist egal. Dafür war sie umsonst. Na. Mega cool. Ah, wieder einen Schritt weiter. Das wird richtig gut. Tata, so weit bin ich. So, und der Plan ist aufgegangen, dass ich das Ganze so konstruieren kann, dass ich dann auch, wenn ich Feier mache, die Türen wieder schließen kann. Das funktioniert weitestgehend auch. Also das ist... Unten ist jetzt nicht mehr eingehakt, aber oben ist sie wenigstens noch eingehakt. Das ist gut. Und da ist ein Sturmhaken dran. Und der Sturmhaken, der da ist, der geht bei geöffneter Haustür auch noch ran. Ja, soweit so gut. Ne? Also, das steht soweit. Das ist stabil. Da passiert nichts dran. Das steht auch soweit. Das lief ganz wunderbar. Das hat so wunderbar gepasst. Ich habe den senkrechten gemacht. Nee, ich hatte den gesetzt. Quasi den hier. Hier habe ich jetzt ungefähr 3,10 Meter lichtes Maß. Das heißt, das Tor wird später, weiß ich, wird das irgendwas um die 3 Meter haben. Wird sich zeigen, das puzzle ich da rein. So, und dann habe ich den aufrechten gesetzt, Tür eingesetzt, geguckt, wo kommen wir hin. Und dann, Heidewitzka, es passte genau 90 auf 90er Kantholz, passte genau dazwischen. Ne? So. Das ist ganz wunderbar. So, die Tür ist jetzt nicht so ganz original montiert, wie man es normalerweise machen würde. Ich habe mir jetzt ganz einfach hier beholfen, habe hier mit der Lochsäge, hier sind ja Vierkant-Stahlprofile drin, mit der Lochsäge hier ein größeres Loch reingebohrt und dann da kann man sehen, da ist eine Sechskantschraube, ne? 80er Sechskantschraube, 1, 2, 3, 4. Hier unten werde ich vielleicht noch was, vielleicht nochmal durchbohren, dass hier auch noch ein bisschen mehr Stabilität reinkommt. Aber das ist an und für sich ist das schon stabil. Ne? Da passiert nichts. So, und die Tür, wie gesagt, sie, ne, wenn sie jetzt so steht, das ist absolut gerade. Ne? Die fällt nicht zu, die fällt auch nicht auf. Zack, und sie ist zu. Ne? Also wirklich. So, die Tür habe ich ja von Krishan bekommen. Ne? Wer ihn noch kennt, Krishans Bastelbude, der hat... Vor ein paar Monaten hat er mal eine neue Haustür gekriegt. Ich habe jetzt seine alte Tür. Gut, sie ist jetzt eigentlich vom Prinzip verkehrt rum angeschlagen, aber fuck it, es gibt Schlimmeres.
das reicht für diesen Zweck. Na? So, Bedienung vom Rolltor wird dann, also vom Sektionaltor wird dann auf der linken Seite dann passieren und nicht hier. Es wird dann da sein, das ist auch voll und ganz in Ordnung. Das kann man sich alles, kann ich mir so zurecht puzzeln, meine ich. Ja, müsste gehen, ich habe da Federwelle und so, habe ich alles liegen. Ja, so viel dazu. Oh. Das war jetzt ein ganzes Stück Arbeit, aber es ist alles fest, es ist montiert. Ja, unten verdübelt mit Winkeln. Hier ist jetzt natürlich das Kanthaus drauf, kann man nicht sehen. Da kann man so ein ganz bisschen sehen, da kann man es auch sehen, wunderbar. Das ist alles fest, das ist stabil, da bewegt sich gar nichts. Na? Leute, hier ist das toll, wenn das hier endlich zu ist. Na? Aber wie gesagt, der Plan ist schon mal aufgegangen. Ich kriege das Tor zu, ich kann rein und raus, wunderbar. Die Tür ist drin, sie funktioniert. Es ist alles geil. Mega, mega gut. So, und ich könnte halt, wenn ich wollte, später das, auch, das Ganze auch noch irgendwie isolieren oder so. Muss ich mal schauen. Das war jetzt ein ganzes Teil, das war ein ganzes Teil Arbeit, weißt du. Das war jetzt ein ganzes Stück Arbeit. Ja, aber eben, ja, was war das jetzt? 6 Stunden, 7 Stunden, die ich jetzt daran gesessen habe, alleine. Na, ist halt immer ein bisschen fummelig, aber es geht. Und auch wenn man sowas alleine macht, gut, Fadi hat mir bei der Tür geholfen, der hat mir da eben noch mit angepackt. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Mega gut. Und wir haben es hinbekommen, zu zweit. So, heute ist Samstag, morgen ist Sonntag, das heißt, ich werde morgen wieder herkommen. Und dann werde ich weitermachen, weil nächster Schritt ist jetzt natürlich das Sektionaltor hier auf dem Boden ausbreiten und dann einkürzen. Ich hoffe, dass ich morgen die Motivation habe und das weitermache. Aber ja, es läuft jetzt gerade und von daher, das muss. Das muss einfach. Also, jetzt habe ich es ja gerade so schön zugange. Jetzt will ich es auch fertig machen. Das wird richtig gut. Ich brauche eigentlich noch eine Woche Urlaub. Verdammt. Guten Morgen. Es ist Sonntag. So. Ja, ich habe schon so ein bisschen angefangen, hier auseinander zu puzzeln. Und hier liegt schon so ein bisschen was in Stücken. Und ich glaube, es wird doch nicht so leicht, wie ich mir das vorgestellt habe. Muss ich mal gucken. Das Problem ist, dass das Tor nach oben hin sehr viel Platz braucht. Alleine durch den Bogen hier und alles. Ich hatte das irgendwie auf dem Schirm, dass es so ähnlich ist wie mein Hörmann-Tor, was ich zu Hause habe, in der alten Feldschmiede. Dieses hier funktioniert ein bisschen anders. Hier kommt noch der 90-Grad-Bogen oben drauf. Das heißt, das Tor insgesamt, also die Schienen insgesamt, für ein 4,20 Meter Tor war das irgendwie um die 5 Meter. Das heißt, eigentlich bräuchte ich Meter Luft nach oben. So, das habe ich hier nicht, weil ja hier Pultdach ist. Also das geht ja nach dahin, wird es ja niedriger. So, jetzt muss ich so ein bisschen schauen. Ich wollte ja die Torhöhe auf 3,30 haben. Ich habe jetzt die Schiene auf, also ich orientiere mich jetzt an der Laufschiene. Ich habe die jetzt auf 3,10 Meter eingekürzt. Ja, nicht perfekt, nicht schön, nützt nichts, muss ja irgendwie gehen. Und ja, Dichtung muss ich auch nochmal schauen, dass ich da nochmal Frische kriege, aber das ist das kleinste Problem. Das heißt, das Tor ist letztendlich hier nicht in der Seite drin, das wird hier von der Stirnseite her montiert. Das hätte ich theoretisch hier von hier noch ein Stück davor setzen können und dann das Tor rein. Das will ich aber nicht, weil ich muss ja hier an diese Schrauben auch noch rankommen können. Das ist das Ding dabei. Also muss es jetzt so. Gut. Irgendein Tod muss man sterben. Dann ist das einfach so. Alles halb so wild. Kriegt man alles schön und verkleidet, ist alles nicht das Thema. Braucht halt einfach nur Zeit. Ja. Jetzt bin ich erstmal so weit, dass ich jetzt erstmal die Schienen hier ausrichte, grob montiere. Und dann gucke ich, dass ich da oben dann die anderen Profile dran kriege. Und dann hoffe ich, dass ich irgendwie hier mit der Deckenhöhe hinkomme. Mal schauen. Das wird alles insgesamt noch sehr, sehr spannend. Ich glaube, das wird knapp. Also ich schätze mal, oha, wenn ich mal später auf eine Durchfahrthöhe von 2,80 komme, 3 Meter hätte ich schon ganz gerne. Da 3,10 Meter habe ich jetzt. Oh. Heide Witzka, das wird spannend. Wieder einen Schritt weiter. Das sind die Schienen, die letztendlich dort und dort angebracht werden und dann hier unter der Decke langlaufen. Also, ich habe es jetzt eingekürzt auf 2,95. Das ist, glaube ich, auch schon knappste Kante. So, die sind jetzt auch schon eingekürzt. Und zwar auf, keine Ahnung,
irgendwo sind wir hier bei, weiß ich, knapp 3 Metern oder was auch immer, nicht ganz, weil das letzte, das unterste Element, das wird dann hier in der Kurve stehen bleiben, denke ich mal, irgendwie so um den Dreh. Also es muss ja nicht ganz hoch laufen, das wäre auch Quatsch. Das hat sich jetzt angeboten, dass jetzt hier der nächste Verschraubungspunkt war, dass ich hier den Winkel dann anbringen konnte. Diese Winkel sind dafür da, dass dieses Querprofil daran kommt. Da muss ich noch ein Loch bohren, dass ich das dann letztendlich dann auch montieren kann. Das habe ich jetzt hier nach den Schienen hier unten ausgerichtet. Dementsprechend muss ich da jetzt gleich nochmal genau das Bohrloch ermitteln. Ja, die sind soweit fest, das ist okay, ne? Ja, so, das ist, das wird spannend, ne? Und ja, es ist tatsächlich so gewollt, dass so ein Sektionaltor, dass das immer so ein bisschen davon abläuft. Aber ich kann später immer noch, kann ich es immer noch ein bisschen korrigieren. Ich könnte es jetzt auch schon korrigieren, dass es noch ein bisschen näher dran läuft, dass oben der Abstand ein bisschen geringer wird. Das hilft dem Tor einfach, wenn es quasi geöffnet wird, dass es sich von der Dichtung abhebt und dann wegläuft. Ich bin sowieso am Überlegen, also entweder gucke ich, dass ich dieses Dichtprofil nochmal kriege oder es kommt einfach eine Bürstendichtung davor beispielsweise. Ne? Das würde auch gehen, das wäre die einfachste Variante. Na, die kann ich hier einfach dann hier vorschrauben und dann ist das auch gut. Ne? Also eine Bürstendichtung, die macht vom Prinzip das Gleiche. Ne? Suppt auch kaum Wasser durch. Das funktioniert. Ja, eben 6 Meter bestellen, ist ja auch kein Thema. Ja, so. Ja, wie gesagt, den queren da dran. Und der nächste Schritt ist dann quasi, ja, hier ist das Blech schon dran, an der anderen Seite nicht, da ist es schon oben dran. Die quasi oben jeweils mit einer Schraube einhängen und dann irgendwie mit einem Flaschenzug oder was auch immer, mit einem Seilgurt, wie auch immer, dann hochziehen, dass ich es dann einigermaßen in Position habe und dann kann ich die Abhängung machen. Ja, ach, ja, alles alleine. Herrlich. Ah. So, jetzt kommt der spannende Moment. Es ist oben eingehängt. Ich habe ein Seil drüber gebunden. Das wird abenteuerlich, aber vielleicht funktioniert es ja. Mal schauen. Ja. Die Bohne. Ja! Sauber. So, das muss jetzt mal irgendwo festgebunden werden, damit sie abhauen kann. Dann habe ich zumindest schon mal eine grobe Richtung. Wo ich arbeiten kann. Ja. So, es hängt runter. Noch schief, aber es zieht sich gleich. Ja. Jetzt habe ich ihn einigermaßen in Position. Hab Entlastung und kann ihn dann halt dementsprechend dann ausrichten. Aber ich sehe, das passt von der Höhe her ganz wunderbar. Das geht. So, Heiko kommt gleich noch und geht mir zur Hand. Aber das sieht doch schon mal gar nicht so blöd aus. Ne? Ha. Mal schauen, ob das alles so aufgeht, wie ich mir das vorstelle. Ja, viel Schrauben. Aber ja, es könnte. Das könnte. Ich bin da ganz guter Dinge. Doch, doch. Ich hab keine Ahnung mehr, wo ich jetzt gerade stehen geblieben bin. Es ist schon wieder so viel passiert in den letzten 3 Stunden. So, also. Die Federwelle ist drin. Das war ordentlich Knäuerei, aber es hat funktioniert. Ne? Also es ist drin. Heiko, vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Heiko hat mit angepackt, hat mir geholfen und wir haben dann noch oben jetzt noch einen Queren eingesetzt. Kann man schön sehen. Da ist nicht nur von unten ein Winkel davor, sondern auch an der Rückseite ist ein Winkel davor, dass die Kräfte abgefangen werden, weil die Feder wird ja noch gespannt. Das heißt, da sind dann ja Kräfte drauf. Ne? Ja, so viel dazu. Schienen sind drin. Das war relativ einfach. Das musste da oben einfach nur abgefangen werden. Da haben wir dann einfach die Winkelprofile, die ich hatte, zugeschnitten. Ich habe es dann einfach verschweißt und gut ist. Das wird halten, das wird funktionieren. Wunderbar. Es ist alles gerade, es ist ausgerichtet, das sieht alles sehr, sehr toll aus. Ja, so, und jetzt geht es darum,
ausrechnen. Ich habe jetzt 2,95 Meter Torhöhe. Ich habe hier Elemente, da muss ich nochmal messen, wie das mit der Überdeckung und der Überlappung passt. Aber das sind, weiß ich, 60, 70 Zentimeter. Ja, entweder 60 oder 70 Zentimeter, muss ich gleich mal schauen. Ausrechnen, wenn ich jetzt bei 70 Zentimeter bin, dann bin ich bei 4 Elementen und einem dünnen Streifen unten. Wenn ich es bei 60 cm bin, dann habe ich ja 4 Elemente und auch dann ein kürzeres. Mal schauen. Es ist sowieso, es wird nicht so sein wie jetzt, als wenn man ein niegelnagelneues Tor einbaut. Ne? Von dem Gedanken, da habe ich mich ja schon ganz lange verabschiedet. Egal, spielt keine Rolle. Ich säge mir das irgendwie zurecht und dann passt das. Platten muss ich auf 3,04 Meter einkürzen und dann passt das. Und das mache ich jetzt auch. Ich mache mir jetzt die erste Platte zurecht. Kürzt sie auf 3,04 Meter ein, macht die Endkarten drauf und dann, ja, irgendwie soll das wohl funktionieren. Mir läuft der Schweiß sonst wohin. Also, ja, es ist gar nicht mal so schwer. Das Schöne ist, die Platten sind ja alle gleich breit, gleich lang. Dementsprechend ist es mit dem Messen relativ einfach. Ihr seht die erste Platte ist jetzt schon drin und ihr dürft jetzt live dabei sein, wie ich jetzt quasi die zweite Platte einsetze. Ich mache das jetzt so. Das ist jetzt quasi die zweite Platte von unten. Ich setze jetzt erstmal 1, 2, 3, 4 Elemente drauf. Dann gucke ich, wo ich lande und dann weiß ich auch vom Maß ungefähr, wie lang die unterste Platte sein muss. Und dann müsste ich eigentlich auf meine 2,95 Meter kommen. So ist der Plan zumindest. Mal gucken, wie das hinhaut. So. Vier Schräubchen. Eins, falsche. Zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei. Oh. Vier Muttern. Zack. Und zack. So, das muss man sich dann alles schon so ein bisschen bereitlegen. Ne? Die Rollen, die Schrauben. Kleinste Problem. So. So. Ach ja, und dann brauche ich noch die Verbindungsschrauben. 1, 2, 3, 2, 4, 6, 8. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das ist das. So, jetzt kommt das Element. Yes! Gut, dass das Zeug nichts wiegt. Jetzt kommt das da rein. Wenn ich mich nicht vermessen habe, klick. Ich muss das genau so machen. So, aber original, so wie es gehört. Ne? Schon mal tippitoppi. So, ja, das ist jetzt mit dem Film natürlich schwierig, dass ich euch da nicht genau davor bin. So, diese Lasche hier, damit wird da die nächste Platte drauf verbunden. So, jetzt kommt der Rollwagen. Einfach eingefädelt, zack, die Bohne drin, Schräubchen Mutter. Also es ist, ja, das ist jetzt so ein Sektionaltor, gebraucht irgendwo ausbauen und dann auf seine eigenen Bedürfnisse anpassen. Das ist natürlich unfassbar viel Arbeit. Das ist mit sehr viel Schweiß und Mühe verbunden und so, aber ja, es sind jetzt mal eben so locker flockig eben 2000 Euro gespart. Ne? Zweieinhalb, je nachdem, was man dann für eine Ausführung hat. So, dieses hier habe ich ja umsonst bekommen. Nicht umsonst, gratis. Nicht, dass Sascha wieder mit mir schimpft. So, den ganz nach hinten. Und das wird ja gleich interessant. Ah ne, ich kann sie einfach anders umsetzen. So, dran. Zack. Und dann geht das eigentlich schon recht geschmeidig. Zack,
fest. Ne? So. Andere Seite. Geht genauso schön. Mal gucken, wie ich euch hier platziert kriege, ohne dass ihr umkippt. Tülü. Ah, ist wohl stur genug. Das ist dahinter? Nein. Nö. Natürlich nicht. Wäre mir auch zu einfach. So, machen wir so. Machen wir es auch einfach so. Ja, es ist, wie gesagt, ein Arsch voll Arbeit, der sich allerdings lohnt. Definitiv. Ja. Weil man halt einfach eine Menge Geld spart. So. Noch richtig rum einsetzen hier. Der ist auch in Dichtung dran, das ist gut. Das heißt, die nächsten Bleche muss ich dann andersrum einsetzen, dass die dann vom Verstellbereich, weil die Schiene, die Führungsschiene, die geht ja hier vom, die läuft ja quasi schräg ab, ne? Also die bewegt sich ja in die Richtung, nach oben hin, damit, wenn das Tor geöffnet wird, der Druck von der Dichtung ab ist, ne? Dass das Tor nicht die ganze Zeit an der Dichtung lang schleift. Ja, und da habe ich auch so gelassen hier oben, also das originale Tor, das war hier oben, waren es 4,20 Meter, das heißt, ich habe unten locker über einen Meter, über fast anderthalb Meter weggenommen. Ja, damit hier oben diese Geometrie beibehalten bleibt. Damit das Tor dann sich halt leichter öffnen und wieder schließen lässt. Ne? Aber das ist fest drin. So, jetzt kommen die unten die Schräubchen rein. Das war die falsche, das macht nichts. So. Und die sitzen hier unten vor. Weiß nicht, wie gut könnt ihr das sehen, bin ich euch in der Sonne bestimmt. Verdammt. Gleiche Spiel. So und so werden dann die Elemente miteinander verbunden. Lass da nicht rein. Und dann haben wir das Spiel. Nicht. Ja, wo ist das alles? Die ersten Elemente drin. Könnte es sich jetzt schon nach oben bewegen? Bestimmt. Keine Ahnung. Ja, könnte es. Ne? So, und das mache ich jetzt noch zweimal, dreimal. Es ist ja auch schon, wie spät ist es jetzt? 19 Uhr. Ne? Ja. Aber ja, so ein Paneel. Also Karten runter, einschneiden oder passend schneiden, wieder zurechtmachen und einsetzen. Ja, bist du pro Panel bis eine halbe Stunde dabei, wenn man Gas gibt. Also, ne? Als Ungeübter. Aber ja, es nimmt Formen an. Schön. Ich bin so froh, wenn das Tor drin ist. Die Tür ist ja drin, muss ich einen Schließzylinder dafür besorgen. Aber wenn das Tor dann drin ist und ich dann quasi die Türen draußen wegschmeißen kann und raussetzen kann und dann halt die Bleche passend zuschneiden, davor klatschen, alles dicht machen, dann ist es schön. Ja. Das Einzige, was ich dann noch besorgen muss, sind Winkelbleche, um dann halt quasi das Holz so ein bisschen zu verkleiden. Ja, und hier, also da muss ja später noch ein Queren drüber, da wo dann quasi das Tor abschließt, wenn das drin ist und wenn ich die Höhe habe und wenn ich dann weiß, wo es landet.
So, jetzt könnte ich ja eigentlich mal den messen, wo ich jetzt ankomme. Mit zwei Elementen. Dann weiß ich ja auch, wo ich dann bei vier Elementen bin. Theoretisch. Also das ist dies mit diesem Überdeckungsmaß. Ne? Also das ist so... Also jemand, der tagtäglich Sektionaltore einbaut, der weiß, wie das muss und der weiß, wie das geht. Der weiß auch, wie er das messen muss hier, ob ich diese Hohlkehle mitmesse oder nicht. Aber jetzt, so gesehen, habe ich jetzt schon 1,30 Meter. Das heißt, bei 4 bin ich dann bei 2,60, wenn alles gut mitläuft. Das heißt, unten das unterste Stück, das ist quasi das Panel, was da liegt, weil das ist unten sowieso schon ziemlich zerbeult. Deswegen nehme ich das zum Kürzerschneiden. Das heißt, hier mache ich dann, schneide ich dann 30, 35 cm Streifen raus. Ja. Mal gucken, ob meine Denkweise so hinhaut. Sehen wir nachher. Während ich jetzt hier gerade die dritte Platte, so, ach ja, guck. Es ist Viertel nach 20 nach 7, ne? Also ne? 20 Minuten habe ich jetzt gebraucht, um diese Platte fertig zu machen. Wie das geht, ist eigentlich relativ simpel. Ne? Ich habe die ganze Platte ja draufgelegt. Ich weiß mein Maß. Ich weiß, ich brauche da 3,04 Meter. Habe dann mal so geguckt, so was sind die besten Referenzpunkte. Hatte hier vorhin auch mal gemessen, so wo komme ich an, wenn ich hier so die Mitte habe, wo komme ich dann da an, alles klar. Und dann habe ich festgestellt, ach, wenn ich jetzt von hier messe, nach da habe ich jetzt in dem Fall 74 cm. Wunderbar. Also, und das ist bei jeder Platte gleich. Das ist perfekt. Einfacher kann ich es ja schon fast nicht haben. Der ursprüngliche Plan war eigentlich, alle Platten zusammenzuschrauben, Endkappen ab, einmal komplett mit der Kappsäge dran, mit der Handkreissäge dran lang und dann, ja, dass ich die alle auf ein Maß habe. Aber so funktioniert es auch, weil es ist ja gerade. Ne? So, es funktioniert ja. So, also... Die vier Schrauben raus, dann findet man da drunter und hier drunter findet man dann eine kleine Kreuzschraube, die dreht man auch raus. Und dann schnappt man sich beispielsweise so einen Spachtel, kann damit hier drunter eben mit einem leichten Hammer gegenklopfen, dann fällt die Kappe so ab. Dann kann man sein Maß nehmen, Linie ziehen, sägen und dann kommen die Kappen wieder drauf. Die muss man dann aber quasi von unten so drauf drehen, weil das Ende, was auf dieser Seite ist, ist kürzer, ne, dass das eben schön drüber fasst mit dem Gummihammer, leicht draufschlagen und dann sitzt das drauf. Diese Löcher für diese Schrauben eben im 3 mm Bohrer vorbohren, die lassen sich so reindrehen, ist kein Problem. Ja, und dann setzt man das wieder drauf. Bevor man die aber festschraubt, haben wir hier diesen Prömpel, dieses Scharnier. So, und hier sind diese Führungen mit drin. So, da war ja original, an der Stelle ist ja da so ein Kunststoff eingelassen. Die fräsen das ja aus. So, das kann ich hier nicht machen. Was mache ich? Ich mache mir eine Markierung, gehe einmal kurz mit dem Winkelschleifer rein und dann mit dem Schonhammer einschlagen. Da ist nur Schaum drunter, kann nichts passieren. Ne? Und dann fasst das da wieder wunderbar ein. Mehr ist das nicht. Ne? So, und das macht man auf beiden Seiten. Und dann kann man die Platte einhängen. Ne? Relativ einfach. Es ist nur zeitaufwendig. Also ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sehr ich mich auf die gleich erfrischende Dusche freue. Ich sitze drunter. Ja, es ist zu 90% fertig. Ja. Und das kann sich echt sehen lassen. Ja, ich glaube, ich drehe mal die Kamera um. Tata! So. Da ist das fertige Stück, das gute Stück. Da unten ist ein bisschen Wellerform. Ne? Das Kreissägeblatt hat am Ende entschieden, ich werde stumpf und ich quäl mich jetzt einfach mal. Da war ein gerader Längsschnitt nicht mehr so ganz drin. Aber egal, das ist nicht schlimm. Da kommt unten kommt noch ein U-Profil davor, da sieht man das später nicht mehr. So, das ist alles nicht so wild. Wichtig ist, die Platten sind alle gleichmäßig gerade. Das ist alles schön und gut. Ich muss eventuell, weiß ich noch nicht, muss vielleicht nochmal hier die Schiene vielleicht nochmal lösen, ein bisschen weiter nach außen holen, also ein bisschen weiter nach rechts holen. Das kneift sich da unten ein bisschen. Ja, und wie sich der Erfinder das gedacht hat, ja, das macht man normalerweise auch anders. Ne? Also ich habe das jetzt als letztes, also da muss ich mir noch was einfallen lassen, wie ich da die Rolle mit eingebaut kriege. Und, ne? So, und das Seil, das wird ja hier eingehakt, auf der anderen Seite genauso. Dann oben...
gewickelt, bis es stramm ist, festziehen und dann werden die Federn gespannt. Ja. Und so, dass es auch gleichmäßig ist, ne? Dass das Tor dann auch gleichmäßig hochläuft und gerade hochläuft. Ja, aber das soll klappen. Das mache ich aber ein andermal. Ich denke mal, vielleicht schaffe ich es, die Feder so zu spannen, dass ich das Tor so hochgeschubst kriege, dass ich vielleicht gar keinen weiteren Antrieb brauche oder weiß nicht. Muss ich mal schauen, vielleicht doch noch irgendwie was, irgendwie Garagentorantrieb oder was. Ich habe zwar einen Antrieb da, ja, aber das ist auch alles Brott und die Steuerung ist kaputt und da haben die mal irgendwie drauf rumgeklaubt, keine Ahnung. Das ist alles nicht so schlimm. Also, zur Not kommt da irgendwie ein Kettenzug dran oder irgendwas, ne? Kann man ja mal eben irgendwie was noch dran machen, das ist ja nicht das Problem. Aber es ist alles drin, es ist alles dran, es ist gerade. Ich kann es jetzt halt nur noch nicht öffnen, weil ist halt so. Ja, nächster Schritt ist halt, wie gesagt, dann halt Federspannen und Gedöns oder ich mache erst die Verkleidung außenrum fertig und schick. Das hängt ganz davon ab, wie das Wetter ist und wie viel Bock ich habe. Aber das ist, ja gut, jetzt im Moment kann ich halt nicht mit einem größeren Fahrzeug hier rein oder sonst irgendwas. Ne? Also ich denke mal, dass ich doch erstmal die Verkleidung außen machen werde. Das ist ein Tag Arbeit und dann ist das schön und dann kann ich immer noch, ja, wie gesagt, den letzten Schritt machen, Federspannen und so. Ja, aber ihr seht, es, ne, das ist jetzt wirklich mal 2-3 Tage reell was tun, ne, und dann, ja, das ist halt nicht innerhalb von einem Tag gemacht, vor allen Dingen, wenn man es alleine macht. Aber ja, wie gesagt, Heiko war heute nochmal da, hat mit angepackt, dass ich die Feder oben reinkriegte. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal. Papa hat mitgeholfen, dass ich die Tür reinkriege. Ja, und ansonsten, dafür ist das schon echt nicht schlecht. Ne? Ja, ich will das Video an dieser Stelle beenden. Ich würde mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dann gibt es was anderes. Also wie gesagt, Sektionaltor. Die Ecke kann freier werden, das ist schön. Und das kann jetzt dann halt, wie gesagt, von außen schön verkleidet werden. Da mache ich aber kein separates Video drüber. So spannend ist das auch nicht. Und dann werdet ihr dann irgendwann sehen, wenn das dann von außen dann schön aussieht. Ne? Ich hoffe, das Video hat euch soweit gefallen, war vielleicht hier und da ein bisschen informativ. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns aller spätestens beim nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, euer Onkel Jan. Tschüss.